Am Mittwoch unter dem Messer, am Sonntag auf der Tribüne. Tino Berbich und das rechte Knie. 2 Monate wird das hier sein Platz bei Heimspielen sein. Er soll es bis dahin richten. Raphael Kotscher, die Jugend in Bochum und Duisburg verbracht. 5-mal dritte Liga mit allen. Das ist das Ziel. Nochmal eine Etage höher spielen für ihn. Carsten Hutwege, der Trainer. Die beiden, die Torhüter, sind auf Augenhöhe. Das ist gut für den FCK Zeiss. Im Aufstiegskampf. 25 Minuten passiert hier, bis auf 2 gelbe Karten für Berlin, rein gar nichts. Dann ruhender Ball, Freistoß für den FCK Zeiss. Banaskiewicz, das ist Schmidt und Skrof noch dran. Becken mit dem zweiten Ball und Velimir Jovanovic. 10 Spiele, 10 Tore, keiner hat mehr geschossen in dieser Regionalliga. Gefährlicher aber war der Kopfball vom Innenverteidiger von André Schmidt. Berlin gefährlich, wenn sie schnell über die Außen spielen. Wie hier. Der Ball auf Krischok. Becken mit der verunglückten Kopfballabwehr. Dann sind sie sich nicht sicher. Becken und Krösch. Und deswegen die Chance für Benjaminer. Zweite Welle über Lichte. Und schauen Sie mal. Becken 3 Meter weg von Benjaminer. Karim Benjaminer, der Kapitän. Ständiger Unruheherd in der Offensive des BHK. Özkan Gümüş, der Trainer der Berliner, hatte ja die Partie Demut beerbt. 4 Spiele Interims, seit dieser Woche Chefcoach. Kapan, wieder geht's schnell, über die rechte Seite, über Henning Lichte. Kristic, meilenweit weg, Skoda ist das, zunächst geblockt. Aber Kristic ist ganz weit weg und Knormuth kann die Flanke auch nicht verhindern. Benjaminer, Kotschur und dann fast ein Eigentor. Ganz kuriose Szene. Kotschur knöpft sich da nochmal Gazemi vor. Der war da hineingespritzt, alles gut am Ende. Und Becken wieder im Mittelpunkt. Der Kapitän als Vertretung für Berbich. Wieder weit weg von Benjaminer. Und dann wird's kurios. Grösch schießt Becken an. Kotscher das zweite Mal. Sehr gut. Magdeburgs Co-Trainer Ronny Thielemann entdecken wir auf der Tribüne. Der filmt hier. Hat natürlich einen guten Grund. Nächsten Sonntag, 14 Uhr, Magdeburg gegen Jena. Übrigens live in Sport im Osten. Die zweite Hälfte. Benjaminer. Corbenon. Gazemi säbelt über den Ball. Grischok. Das geht verdammt einfach. Wie sie da zu Schusschancen kommen. 10 Minuten noch zu gehen. Wieder der einfache Ballverlust. Skoda. Mit Ball sehr schnell, behält die Übersicht. Muhammad Alassani. Kristic greift wieder nicht an. Der Ball klatscht an den Außenpfosten. Muhammad Alassani mit der größten Chance im Spiel. Bis hierher. Die Schlussphase. Und jetzt wird es noch mal ein bisschen wilder. Becken nimmt den eingewechselten Lux mit. Macht er gut. Auf den linken Fuß umgesetzt. Und das ist Ströhl. Thomas Ströhl. Was 80 Minuten hier ein Langweiler war, wird jetzt doch noch mal spannend. Im Sommer war er gekommen aus Goslar. Davor ja lange in Erfurt. Letzte Woche, kurz vor Ende, gab es ein Siegtor von einem gewissen Wiczek. Der ist wieder eingewechselt und macht fast das Tor. Jakub Wiczek, der Pole, mit der letzten Aktion der Ball Zentimeter über den Querball. Jena mit einem Dämpfer im Galopp Richtung Tabellenspitze. Ein dürres 0:0 gegen den Berliner AK. Ich denke mal, bis zur Großchance von Ströhl in der letzten Minute und dem Kopfball haben wir, glaube ich, keine Chance gehabt, also keine richtige Torchance. Bis dato sage ich, wäre es ein typisches 0-0-Spiel. Die haben einen Schuss in der ersten Halbzeit, einen Pfostenschuss. Aber ansonsten war das, glaube ich, wir hätten, glaube ich, bis 15 Uhr spielen können, wenn nichts passiert. Ich glaube, beide Trainer wissen noch gar nicht so richtig, mit dem Punkt was anzufangen. Weil es war ein Spiel, was hin und her ging, ohne viel Struktur auf beiden Seiten. Wir sind unnötigerweise oft den Konter gelaufen, die Berlin nicht zu Ende gespielt hat. Auf der anderen Seite haben wir zum Ende hin auch noch 2, 3 gute Möglichkeiten gehabt, das Tor zu machen.
So, das Ganze jetzt abhaken und volle Kraft voraus in Richtung Derby. Magdeburg gegen Jena, der Knaller. Nächsten Sonntag.